Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 20. März 2019. Heute beginnen die Portaltage und das dauert 10 Tage lang. Die Portaltage kommen von Maya-Kalender. Heute ist auch etwas Besonderes. Die Sonne tritt in die Frühlingspunkt ein. Die Zeitpunkt ist exakt 22 Uhr 58 und das ist die Tag- und Nachtgleiche. In diesem Zeitpunkt starten wir unserem Ritual. Einige haben schon angemeldet. Ihr habt die Möglichkeit noch in diesem Ritual anmelden, teilnehmen. Dieses Ritual ist dafür da, die inneren Gleichgewicht finden und etwas Neues starten, was vermehren soll. Ein Neubeginn. Die Sonnenkraft nimmt zu, die Tage werden länger. Was wollt ihr vermehren und was möchtet ihr starten gerade? Und diese Energie ist da, das zum Erfolg bringen. Neubeginn in die Arbeit, Neubeginn in Selbstständigkeit, damit die Finanzen vermehren oder eine kraftvolle Energie in die Liebe, Partnerschaft, das Glück bringt und damit ihr auch Erfolg habt. Dafür ist dieses Ritual und wir werden eine Aufnahme veröffentlichen. Lasst euch überraschen. Und zu diesen Portaltagen und zu diesem Maya-Kalender. Das könnt ihr so vorstellen. Die hellsten Stern im Himmel ist Sirius. Wie ein Diamant leuchtet im Himmel. Sirius wurde verehrt, nicht nur bei Mayas, sondern auch bei Ägyptern wurde Sirius verehrt. Sirius bedeutet übersetzt Wegweiser. Wenn Sirius aufstieg, dann wussten auch die Ägypter, dann folgen die Plejaden. Und die Plejaden waren die Regengeschwister. Es wurde beobachtet, auch bei den Ägyptern, das hat die Fruchtbarkeit gebracht, die Regenzeit, Nilüberflutung. Natürlich haben die das auch verehrt, aber nicht nur aus diesem Grund, weil die Plejaden die Regenzeit verkündet haben und das war ein fruchtbarer Boden und natürlich auch die Wohlstand brachte, besonders bei den Ägyptern. Nicht nur aus diesem Grund wurde das verehrt, sondern bei den Plejaden befindet sich Alkyone. Alkyone bedeutet übersetzt die, die über die Bösen siegt. Alkyone ist eine Zentralsonne und unser Sonnensystem kreist um diese Zentralsonne. Wie eine Spirale könnt ihr das so vorstellen. Es ist eine höhere Ebene, eine andere Schwingung. Aber wir sind ein Teil davon, weil unser Sonnensystem bewegt sich da und unser Planet Erde ist ein Teil von diesem Sonnensystem und wir leben auf der Erde. Das heißt, dass diese höheren Ebene, diese höheren Schwingung, wo wir hier in diesem Portal Tagen öffnen können. Es ist eine Zentralsonne, eine feinstoffliche, göttliche Energie, göttlichen Licht. Und das öffnet sie.
das öffnet sich besonders bei diesen Portaltagen. Und zum Behaupten, ja, da geht's euch schlecht. Wir haben jeden Tag diesen Thema, dass uns schlecht geht. Dazu braucht man kein Portaltage sein. Das ist unserem eigenen Energiefeld oder die Einflüsse von außen. Das hat mit den Portaltagen nichts zu tun. Portaltag bedeutet, dass wir öffnen uns in einen höheren Ebenen, in einen feinstofflichen Energiefeld zu einer Zentralsonne. Und das ist die göttliche Energie, die göttliche Licht, was wir gerade einatmen. Die ganze Universum atmet, weil das ist lebendig. Es ist ein lebendiges Lebenswesen. Und hier bei diesen Portaltagen haben wir die Tor offen und wir spüren das auch, diese göttliche Energie. Und das eignet sich dafür zum Meditieren, zur Ruhe kommen, das zu verspüren oder die Spiritualität leben oder in Verbindung sein, intensiver zum Gott, zum Göttlichen. Das sind diese Energiefelder, das sind diese Portaltagen. Die Mayas haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet, ganz präzis. Und das ist anderes als unserem Kalender. In unseren Kulturen nutzen wir die gregorianischen Kalender. Das hat Papst Gregor eingeführt. Vor diesem Kalendersystem existierte die julianischen Kalender, was Julius Caesar eingeführt hat. Aber Julius Caesar hat wenigstens das Wissen von Ägypten übernommen, war mit Kleopatra verliebt, also hat mit Ägypten, mit diesen Kulturen auch was zu tun, die julianischen Kalender. Später hat das Papst Gregor reformiert. Ich denke, das war die Gedanken, was Julius Caesar kann, das kann ich auch. Dann mache ich ein neuer Kalender. Hat aber mit der Natur gar nichts zu tun. Das hat mit dem kosmischen Energie gar nichts zu tun. Und wir richten uns an diesem Kalendersystem, was lineal aufgebaut. Nach Zahl 1 kommt 2 und dann 3 und 4 und so geht das weiter. Und jetzt sind wir bei Zahl 2019 und dann folgt 2020 und das geht lineal. Aber die Maya-Kalender, aber nicht nur die Maya-Kalender, sondern auch die chinesischen Kalender oder die ägyptischen, ist nicht lineal, sondern da geht es um wiederkehrenden Zyklen. Weil die haben das beobachtet, die haben die Natur beobachtet, diese wiederkehrenden Zyklen beobachtet, natürlich auch die kosmischen Energie beobachtet und haben das in ihren Kalendersysteme. Und das hat Qualität und jeden Tag wird diese Qualität beschrieben. Natürlich sind die Portaltage etwas Besonderes, weil kommen wir zu einer anderen Schwingung, einer feinstofflichen Energie, weil die Tor ist offen für das Göttliche. Die Tor ist offen für diese Zentralsonne Alkyone. Und wir kreisen um diese Zentralsonne. Und zurück noch zum Plejaden. Wer sind diese Plejaden oder Hyaden? Hyaden und Plejaden. Die Hyaden sind die Töchter von Atlas. Sie sind Geschwister. Und die Plejaden auch. Die Hyaden sind die Töchter von Atlas und die Plejaden sind auch die Töchter von Atlas. Die sind Geschwister. Und die Hyaden und die Plejaden sind Halbschwester. Die Plejaden sind sehr bekannt. Und die Plejaden sind die Regengeschwister, weil die Regenzeit ankündigen.
Und nicht nur das, sondern die klassische griechische Mythologie erzählt, sie weinen um ihren Bruder, weil ihren Bruder ist im Brunnen gefallen. Und sie haben diese Tränen. Und was ist das für einen Brunnen? Das erzählt doch Frau Holle. Wir sind im Brunnen gefallen. Und das ist mein Empfinden, das ist mein Gedanke. Ich kann das nicht beweisen, ich habe das nicht gelesen. Das ist meine Intuition und meine Intuition sagt, dass wir sind unserem Sonne, unserem Sonnensystem. Unsere Sonne ist auch männlich, also das ist die Bruder. Dass unserem Sonne, unserem Sonnensystem ist in diesem Brunnen gefallen und die Plejaden weinen. Und hier in diesem Brunnen, wo wir uns befinden, ist auch das Gute und auch das Böse. Und wir entscheiden uns, in welche Richtung wir gehen. Dienen wir das Gute, sind wir optimistisch, dann sind wir die Goldmarie. Sind wir pessimistisch, lassen wir das Böse zu oder haben wir Ängste? Das ist auch negativen Gefühlen verbunden. Kennen wir alle. Aber das gehört auch zum negativen Gefühlen. Das blockiert auch. Dann dienen wir mit dieser pessimistischen Haltung Pechmarie. Was können wir dann erwarten? Da haben wir Probleme im Leben. Und genau das erzählt Frau Holle. Das ist dieser Brunnen. Und genau in diesem Bereich befindet sich auch die goldenen Tor der Ekliptik. Und wir gehen durch diesen Tor und wir fallen erstmal in diesen Brunnen rein. Das ist die Geschichte von Frau Holle und das, wo wir uns auf die Erde uns befinden, in diesem Brunnen. Und wir entscheiden, in welchen Weg gehen wir, für was öffnen wir uns. Und es eignet sich dieser Portaltag dafür, auf diese feinstoffliche Energie, diese Sonnenkraft von dieser zentralen Sonne Alkyone einatmen, tief einatmen und ausatmen, damit wir zum Ruhe kommen, dass das durchdringt unserem Energiefeld, unserem ganzen Körper, unserem ganzen Organen auch. Und all das wurde beobachtet bei dieser Hochkultur der Mayas und sie haben das wunderbar in ihrem Kalendersystem und sie beschreiben jeden einzelnen Tag, nicht nur bei Portaltagen, jeden einzelnen Tag, worauf sollen wir achten? Das ist diese Qualität. Und wenn wir danach leben, dann sind wir im Einklang mit der Natur, Einklang mit uns selbst, Einklang mit dem kosmischen Energiefelder. Und dann schwingt das alles. Wir sind dann in gleichen Wellenlänge. Und Wellen, so heißt es auch, eine Woche bei den Mayas, heißt Wellen und dauert 13 Tage lang. Die Zahl 13, die Zahl 20 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Wir befinden uns im 8. Welle. Und diese 8. Welle dauert bis 24. März 2019. Diese Welle verspüren wir die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und wir befinden uns in unserem Entwicklungswege. Wir haben eine Verbindung zu unserem Lebensweg.
Und stellen wir Fragen oder sollten wir Fragen stellen? Was ist meine Bestimmung? Wo ist mein Platz im Leben? Wie kann ich das umsetzen? Meine Lebensumstände genau anschauen. Und die Frage stellen, und jetzt, wie geht jetzt weiter? Die Hindernisse aus dem Weg räumen. Was ist die größte Hindernis? Die Angst ist die größte Hindernis. Wenn wir Angst zulassen, öffnen wir ein Energiesystem, was uns einen Schatten werft, nimmt unserem Licht, öffnet sich Pandoras Büchse, und kommt wie ein trojanisches Pferd das Negative. Weil das ist ein anderes System mit anderen Gefühlen. Es gibt positiven Gefühlen, das ist Licht und Liebe und Dankbarkeit und Hingabe und Begeisterung. Und dann gibt es die negativen Gefühle. Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Neid, Eifersucht, Hass, das sind negativen Gefühle. Angst kennen wir alle, das ist da, dass jeder von uns hat mal Angst. Aber wenn wir das zulassen, dann öffnet sich Pandoras Büchse tatsächlich und sind wir schon in einem anderen Energiesystem drin. Das ist diese negativen Gefühle, weil unserem Gefühl lässt das zu. Und zeigt sich dafür offen und entstehen Blockade. Mit Angst geht nichts voran, gar nichts. Also, wenn wir das verspüren, weil dieses Gefühl ist immer wieder mal da. Man kann nichts so tun, wenn das nichts wäre. Aber dann nicht aufhalten. Sondern begrüßen, hallo lieber Angst, schön, dass du mich versuchst zu besuchen, aber ich mache die Tür zu. Wir verabschieden uns, du gehörst nicht zu meinen Emotionen. Und tschüss. Abschließen, umdenken, umdenken an etwas, was erfreulich ist. Und diesem Hindernisse aus dem Weg räumen, dann ist das ein Heilenergie, dann ist das Heilung und bringt uns Glück in unserem Leben und Aufstieg. Die heutige Tag, wir befinden wir in dieser achten Welle, unserem Entwicklungswegen im neunten Tag. Und die Mayas haben die Zahl 9 so dargestellt. Und diese Zahl 9 bedeutet für die Mayas Vollendung an etwas, weil es wird etwas Neues entstehen. Geduldig zu sein, Ausdauer haben, den Überblick bewahren über das Ganze und dann das Vollenden. Die heutige Qualität, die heutige Kraftfeld ist Ahau. Ahau ist die Sonne, die Sonnenkraft, die Sonnenenergie, hat aber eine Verbindung zu unserem Ahnen. Schaut mal das Bild an, wie wundervoll das ist. Das zeigt diese Viereck hier, Struktur, Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen. Und das brauchen wir auch, verwurzelt zu sein. Eine feste Boden unter unseren Füßen. Wie in einem Baum, das Wurzel des Baumes. Dieses Gefühl zu haben, hier fühle ich mich verwurzelt, verankert, weil das gibt uns Halt. Das ist die Basis, das ist die Fundament. Und wenn wir dieses Fundament haben, dann kommt das Kreis,
wie die Sonne. Und das symbolisiert unserem Selbst, auch die Selbstdarstellung. Und das ist Sonnenkraft, das ist Sonnenenergie. Und so wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist, so sind wir die Zentrum unserem eigenen Leben. Stell dir mal vor, ein Kreis um euch herum. Ihr könnt das auch mit Salz auf dem Boden, diesem Kreis auslegen. Und stellt euch in die Mitte, wie dieser Punkt hier. Und um euch herum ist dieser Kreis. Und sagt das einfach mal. Dieser Kreis symbolisiert mein Leben. Dieser Kreis, was mich umhüllt. Dieser Kreis ist mein Leben, mein Königreich. Und hier in diesem Königreich bin ich der König oder die Königin. Und ich herrsche. Ich beherrsche mein Leben. Ich beherrsche meine Gedanken. Ich beherrsche meine Gefühle. Ich beherrsche alles, was ich tue, was ich sage, weil ich übernehme die Verantwortung über mein Leben. Und dieser Kreis ist mein Grenzen hier. Und die Menschen, die mit mir gut meinen, die liebevoll sind, die Menschen, wo wir in die gleichen Wellenlänge sind, sie dürfen in mein Königreich eintreten, sie sind herzlich willkommen, weil sie unterstützen mich, ich unterstütze die, das ist ein Austausch, geben und nehmen, wir stärken uns und gemeinsam sind wir stark. Eine starke, auch göttliche Energie. Und die Menschen, die versuchen, Schatten werfen auf dieses Licht oder stören, die sollen draußen bleiben. Die haben in meinem Königreich nichts zum Suchen. Und der Kreis schließt sich und die Tür ist zu. So sollt ihr mal denken oder mal nachdenken. Einfach mal nachdenken. Und dann haben wir die Verantwortung über unserem Leben. Und das ist dieser Kreis, diese Sonnenenergie. Für was ist noch die Sonne da? Das ist Gold. Das Edelmetall Gold ist mit Sonne, steht in Verbindung. Das ist Glanz, das strahlt was aus. Das ist unserem Energiefeld, was wir ausstrahlen, was auch von unserem Inneren kommt. Von unserem Denken und Fühlen, und das betone ich immer wieder, positiv denken, angstfrei leben, ändert sich sofort die Energiefeld, und das ist unsere Anziehungskraft. Und einer von den hermetischen Gesetzen sagt, Gleiche zieht Gleiche an. Und darauf auch achten, dann haben wir die Glanz, diese Sonnenenergie. Für was steht die Sonne noch? Für unserem Herz. Ja, weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Die Herzensangelegenheiten, das Pflegen, das stärkt. Stärkt unserem Herz, stärkt unserem Körper. Das ist auch heilend. Und Sonne steht auch für die Augen. Augen alles beachten, beobachten. Es lauschen immer wieder mal Gefahren, das sollen wir auch erkennen, weil das schützt uns. Aber Augen öffnen für unsere Chancen, Möglichkeiten. Und die Augen öffnen an unserem Inneren, das innere Licht entdecken. Und das ist diese Figur hier, natürlich auch die Dualität, das weibliche und männliche Yin und Yang, das ist auch sehr wichtig, aber das ist eine Art Verschmelzung. Ahau
ist die heutigen Kraftfeld, hat mit Sonnenenergie was zu tun, aber auch mit unserem Ahnen, mit unseren Vorfahren, mit unseren Traditionen auch was zu tun. Die göttliche Licht und die göttliche Liebe, das ist Erleuchtung, aber zeigt auch, wie schön das ist mit dieser Energie, mit dieser Qualität heute, was der heutige Tag bietet für einen Neubeginn. Weil das verspricht Glück, Erfolg und Aufstieg. Die Krafttier ist die Löwe und die Halbedelstein ist Gold, Topas und Bernstein. In unserem Körper steht zu unserem Brust, Herz, Kreislauf, Blut, Blutbildung und zu unseren Augen. Chemie ist die Mondenergie und das hat einen Einfluss auf unserem Unbewussten, auf unserem Gefühlszustand. Das ist mehr das Bewusste, das ist mehr die Unbewusste. Chemie ist der weiße Weltenüberbrücker. Eigentlich heißt Tod und Wiedergeburt. Und das heißt für unseren heutigen Tag die Wandlung, etwas loslassen, beenden. Oder etwas aus dem Weg räumen, wie zum Beispiel die Angst. Und dann zum Entspannung kommen oder zur Meditation, weil wir werden etwas hinter uns lassen. Und das sind die notwendigen Schritte in unserem Leben, damit etwas Neues entstehen kann. Und das ist wie eine Art Befreiung für uns. Und das war die heutigen Portaltag nach diesem Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt. Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.